extra. Und ich würde sagen, die Reihenfolge machen wir folgendermaßen: Euro, dann Force Text, dann Mega Quacks, dann Trash Pack, dann Magitek. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Und heute gibt es wieder 5 verschiedene Booster. Da es euch beim letzten Mal gefallen hat, habe ich mir gedacht, haue ich hier heute nochmal 5 verschiedene Booster raus. Dieses Mal sind aber ein paar andere dabei, nämlich die Mega Quacks von Panini, Topps Magitek Bundesliga Booster, ein Booster natürlich, dann die Euro 2016 Trash Pack Booster, Leute. Sind keine Fußballkarten, das sind, ja, ihr werdet sehen, Leute. Ihr werdet sehen, was das für Karten sind. Und dann noch für die Star Wars Fans Topps Force Attacks extra. Und ich würde sagen, die Reihenfolge machen wir folgendermaßen: Euro, dann Force Attacks, dann Mega Quacks, dann Trash Pack, dann Magitek. So machen wir die Reihenfolge. Und wir fangen an mit der Euro 2016. Mal gucken, was wir da alles bekommen. Fellaini, Domagoj wieder, Kamil Glick, Ozan Tufan, dann die 11th Guard der Engländer, natürlich mit Kane, Sterling, Barclay, Joe Hart im Kasten und so weiter und so fort. Und dann noch Gigi Buffon, Gianluigi Buffon im Kasten der Italiener und natürlich im Herzen der Turiner, Juventus Turin, sein aktueller Verein. Ich denke mal, er wird auch nicht mehr wechseln. Zweiter Booster, Topps Magitek Extra. Da hatten wir letztes Mal eine richtig heftige Karte. 100-100. Sage ich dazu bloß, wer das Video sich nochmal anschauen möchte, verlinke ich euch das Video nochmal in der Videobeschreibung. So, wir fangen an mit Captain Phasma. Happabore? Keine Ahnung, ob ich jetzt richtig ausgesprochen habe. R2D2. Mascanata und Starkiller Basis. Eine Starkarte mit 95 Angriff, richtig heftig. Die Kampfstation, 86 Abwehr, und das war der Star Wars Booster. Jetzt kommen wir zu einer geilen Serie. Mega Quacks. Zack. Oh. Ronaldo im Pack, Leute, oder Messi im Pack. Erstmal alles umdrehen, da haben wir Kiko Femenia von Alaves, Lombard von Grenada, Mega Hero Pablo Fornals von Malaga, Duarte von RCD Espanyol, David Simon von Las Palmas und Mega Hero Diop von RCD Espanyol Barcelona. Und das war der spanische Booster. Wir machen weiter mit The Trash Bag. Jetzt seid mal gespannt. Vielleicht kennen ja einige die Serie. Ich sammle die nicht, aber ich habe den Booster noch gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den Booster hier mit rein ins Booster-Unboxing. Schwundhund? Na, so ein widriges Keterchen. Köterchen. Geiles Deutsch. Köterchen natürlich. Zack, das war die erste Karte. Fliegenziege, Kleckerschmecker. Zack, hinten stehen jetzt hier nochmal so ein solche Werte drauf, also damit kann man sich auch duellieren. Pet Shop Kotweiler. Hier sehen wir es. Im Speichelzoo, da stinkt es so. Dann Sushi Kack, ein toller Snack. Kanalgeist, und das ist hier eine Powerkarte. Vielleicht kann man es erkennen. Ich glaube, ja, es kann man definitiv hier auf der Kamera erkennen. Wenn der bloß nicht beißt. Und dann zu guter Letzt Nobel Knobel. Echt stinkige Zehen. Das war der Trashback Booster. Und wir kommen jetzt noch zum Magitek Booster, Leute. Magitek habe ich lange nicht geöffnet, aber da wird es bald ein Battle geben. Also seid da gespannt. Mal gucken, was wir hier so ziehen. Da haben wir einmal, oh, Mascarell von Frankfurt, Gulde, Luis Gustavo, Stefan Bell, Opari von Augsburg, Usami als neuer Transfer ebenfalls von Augsburg, Sascha Ritter, Baumgartlinger, VfL Wolfsburg, Logo und zu guter Letzt die Starkarte von Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu. Und das Noglu, Hakan Çalhanoğlu, auf jeden Fall war es das jetzt hier mit dem heutigen 5er Booster Unboxing. 5 verschiedene Booster. Ja Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall wieder ein Däumchen nach oben da.
Wir sind jetzt in der Endcard in der Mitte. Könnt ihr mich abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Rechts daneben findet ihr nochmal die letzten zwei Unboxings von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.